Hallo meine Lieben, es grüßt euch der Preußensondler und ich habe heute ein wirklich gutes Gefühl und das meine ich wirklich ernst. Ja, wir sind hier an einer sehr interessanten Stelle und ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ja, mit dabei ist Rico, Alex, Sonic, naja, und der Chef halt, ne? Der General. Da lacht er da hinten, Kiko. So Sonic, hast du heute gute Handschuhe an, wa? Wollen wir mich auch mal wiedersehen bei YouTube? Dich wollen wir auch mal wiedersehen, genau. So, du hast hier wunderschöne Handschuhe an, zeig mal, ein Patschhändchen hier. Die hast du nämlich gekriegt von Sonne Amigos Lippe. Oh, guck mal, und die sind auch schon wieder kaputt. Alex, ich hab ein Problem. Mm. Leute, such mal mit. Ich such den Pinpointer aufhängen. Du musst hier irgendwo... Komm mal ran hier. Du musst jetzt wirklich... Jetzt machen wir nicht wieder so ein 20 Gigabyte-File. Ja? Atomgubik haben wir alles schon mal gezeigt. Haben wir schon mal gezeigt, ja. Ich brauche jetzt auf jeden Fall den Pinpointer-Aufhängung. Und die ist hier irgendwo. Wer macht Stiefel, ne? Man achtet drauf. Ja, ist es rausgefallen oder ist es... Ja, im schlimmsten Fall ist es beim letzten Mal. Kick mal, Sonic sonnelt schon. Da sonnelt der Sonic. Ja, kick mal, was er da finden kann. Ist es beim letzten Mal rausgefallen, aber das ist natürlich schade. So, alles klar. Ich habe gerade da hinten einen Knopf gefunden. Ein Dreilochknopf. Brottasche oder von Zeltbahn. Ich bin also jetzt Dreilochknopf? Achso, ich weiß, was du meinst. Wo die Fäden durchgezogen werden im Prinzip. Und der Preußensondler hat gerade ein sehr schönes Objekt gefunden. Ja, wobei nicht genau raus ist, was es ist. Es mutet erstmal danach an, dass es so ein Fahrradabzeichen vorne ist. Na, man sieht hier oben mit Loch, hier ist wahrscheinlich so ja noch die Schraube. Oder na, Nagel wahrscheinlich eher nicht noch drin. Und hier steht drauf Ideal. Schön finde ich, dass man sieht, dass es absolut vergoldet war und die Schrift Ideal blau emailliert scheint. Brauche ich für meine Proko. Wie heißt sie? GoPro. GoPro. Auch so ein Schutz. Okay, können wir? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe diese Schild gefunden. Ich sage bewusst Schild. Es ist ja vielleicht erstmal naheliegend, dass es ein Fahrradschild ist. Hab allerdings bei Google den Namen Ideal, wie er hier steht, mit blauer Emaille unterlegt und ganz offensichtlich auch vergoldet. Das wirkt schon sehr aufwendig, finde ich. Es könnte sein, dass hier oben und unten auch noch Schrift zu erkennen ist. Und das versuche ich jetzt mal durch vorsichtiges Besprühen. Guck mal, da oben, prima. Okay. Prima hat man ja nicht gesehen, hier oben, ja. Und jetzt werde ich wirklich mal ganz vorsichtig ein bisschen versuchen, den Dreck wegzureiben. Also wie auch immer. Unten wird ja auch noch was stehen. Ist das wirklich ein schickes, ich sage jetzt mal Fahrradabzeichen. Ey, da ist ein Adler drauf, ne? Ist doch schön, wie die Vergoldung durchkommt, ne? Mhm. Guck mal, jetzt kann man das unten auch erkennen ein bisschen. Mhm. Und siehst du das, dass das hier ein Vogel ist? Da ist der Kopf und da sind die Flügel. Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, genau, geil. Aber ist schon sehr aufwendig gemacht. Was sagst du? Prima, ideal und unten steht noch was. So, okay, jetzt versuche ich mal während des Films rauszubekommen, was es ist. Kuh. Also, da steht prima, ideal. Da steht Q-U-A-Qualität. Q-U-A-Qualität. Nee, da steht Qualität. Okay. Da steht prima, ideal, Qualität. So, und das gebe ich jetzt mal ein. Prima, ideal, Qualität. Abzeichen. Diese Bilder sollten passen. Oh, Bilder. Da ist es. Da ist es ja schon. Da ist es. Dresden. Warte mal, ich mach mal so. Da ist es. Steuerkopfschild. Ja, natürlich vom Fahrrad, ne? Vom Steuerkopf. Na, wahrscheinlich, klar. Ja, na gut. Ist aber guck mal, da scheint mein Abzeichen farblich... Schöner zu sein. Noch absolut schöner zu sein, ne? Auf jeden Fall. Klar, die Ränder sind ausgefranst und so weiter. Aber das ist ja auch ziemlich kaputt. Das scheint was seltener zu sein. Aber die Farben sind schön. Das muss jetzt sein, Alex, ja? Beim Film der hier hin. Kannst du ruhig drin lassen. Respektlos. Etwas respektlos den Funden gegenüber, ja. Alex. Und der Aufnahme. Ich wusste so dringend, Mensch. Naja, können wir ja froh sein, dass es nur Pinkeln war. Cool, freut mich. Ein schöner Fund. Nun wollen wir die durchdrehen? Ja, der Schutzbrief von dem Fahrrad lag da vorhin da hinten. Na, war das jetzt ein Fahrrad gewesen? Das ist ein Fahrrad vom Fahrrad, ja. Aber toll. Ich finde das richtig geil. Ideal, ja. Prima, ideal. Was stand unten noch? Qualität. Qualität. So. Bloß wie gesagt, meins ist richtig noch schön vergoldet.
Und das Ideal noch so mit blauer Emaille, wenn es Emaille ist, keine Ahnung. Der nächste Fund. Das ist irgendeine kleine Münze. Das sind 50 Pfennig von 1950. Da ist irgendwie so eine Fabrik hinten drauf. Das ist eigentlich eine sehr bekannte Münze, die auch viele Sondler schon gefunden haben. Davon gibt es eine ganz wertvolle. Müsste dann die von 1949 sein. Ist aber dann sehr selten. Und die hier ist auch echt in einem sehr schlechten Zustand. Aber immerhin, Spuren sind da. Das ist eine Münze. Ach, 20 Pfennig DDR, 1980. Aber die ist schön erhalten noch, ne? Aber die ist schön erhalten. Oh ja, die ist richtig gut erhalten. Da ist Hammer und Zirkel noch schöner zu erkennen. Na gut. Deutsche Demokratische Republik, 20 Pfennig. Wir müssen irgendwie mal was Älteres finden noch. Naja, das haben wir ja auch hier bald. Ja. Mann, das ist Dreck, das ist nicht. Ist das Dreck? Ich will, dass ihr euch mal hinkniet hier. Ist da kein Ring? Doch, das ist ein Ring. Das ist ein Goldring. Ich krieg jetzt raus, was das ist. Es ist garantiert ein Goldring, das merkst du an der Schwerizität. Wie groß der ist. Schwerizität. Es ist 100% ein Goldring. 100%. Ja. So, jetzt kicken wir da drin. Au, oh, ist der Bunze drin. Alter, mit allem drin. Frederik freut mich. Das ist 905er Silber. Goldring. 900 wir haben Goldring gefunden. Aber das ist schon Alex sein Signal gewesen. Ja. Naja, jetzt entscheidest du. Dann soll er ihm. Ich habe schon lange keinen Goldring mehr gefunden. Du hast vorhin gesagt, du hast im Ruhe, dass heute was Gutes kommt. Habe ich das gesagt? Na, ja. Ist doch so. Und vor allem, ich bin hier auch gerade lang gestiefelt. Mich würde halt interessieren, was ist das da für ein Stempel? Und ich habe gesagt, dieses Signal würde ich graben. 900? Nein! 905er. Ja, ja, das ist, der ist auch sehr hoch. Das ist ein 900er. Ja, ja. Kein 585er. Und wie schwer der ist? Der ist richtig schwer. Der ist 100% ein Goldring. So ist es immer. Aber ist es nicht immer wieder erstaunlich, du holst Gold aus der Erde und dann ist es halt Gold. Hm? Dann ist es Gold. Das musst du nicht sauber machen. Es ist Gold. Da könnte sofort. Ne? Weg ist er. Schade. Naja. Na gut, Alexander. Dann dreh dich mal bitte um. Ja, du darfst den Wald jetzt verlassen. Ja. Nee. Ist das schön, ey. Also, das ist schon ein Highlight heute mal. Ja. Na, hallo? Naja. Das ist doch das, na, sag mal, na das ist ja. Doch das, was wir alle wollen, Sonic. Was, oder Gold? Nicht? Naja, zum Glück ist es nicht. Gleich in die Gruppe schicken. Mal, ja, mach mal hier nicht Schattenruf, Preußensondler. So, jetzt habe ich dich. Ah, nein! Mann, ich wollte eine Aufnahme machen. Hör doch mal auf jetzt. Na, meinst du, das war schon alles? Ist nicht aus Gold, oder? Nee, ist leider nicht aus Gold, wie wir gerade gefunden haben, meine Lieben. Wie immer, Gummischutz Dublusan, aber in einem bemerkenswerten guten Zustand. Es könnte eventuell, aber das kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht auf. Tja, weiß man nicht, die wird wohl leer sein. Die wird wohl abgerockt sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die wird wohl verbraucht worden sein. Genau. Hervorragender Zustand. Sehr gut, da findet ihr mich auch. Kein Loch drin, ne? Kein Lochfraß, wie du das so hast, so oft. Ist was drin? Ich würde sagen, ja, schwer zu sagen. Also wenigstens die Bedienungsanleitungen sind ja oft drin. Wollen wir jetzt nicht mit dir Wald aufmachen, weil dann geht die kaputt. Schade ist es schon, weil die wirklich dicht ist. Und da sind ja so eine Bedienungsanleitung drin. Und wenn die noch perfekt erhalten ist, ist sowas durchaus auch was wert, weißt du das, ja? Ja, und auch interessant zu lesen und so, ne? Genau. Sehr alt. Okay, reicht, nicht schlecht, ne? Von 5 möglichen Punkten würde ich sagen 3,5. 0,2. 5 ist ja dann Gold. Das ist richtig. Und das hatten wir ja nur gerade. So, wollen wir einen Leckrock machen? Du hast da ein sehr schönes Signal. Und ja? Ich habe hier auch ein sehr schönes Fundobjekt, das wollen wir uns erst anschauen. Ey! Eine kleine Flasche, die ist aber süß. Ich mag sowas. Die nehme ich mit. Klar, ist da irgendwas drin? Da steht bestimmt was drauf. Da könnte ein Schrumpfkopf drin sein. Ja. Und der würde da genau reinpassen. Von den Nazis. Die natürlich. Haben sowas gemacht. Genau. Kinderschrumpfkopf. Das ist natürlich alles ein Witz. Ja? Natürlich. So, aber irgendwas ist hier drin.
Da steht doch was. Guck dir das an. Nivea-Öl. Aha. Ist das cool. Mit einem kleinen Nivea-Batzen. Noch nie erfunden. Ein kleiner Nivea-Batzen ist auch drin. Ja. Ja, schön. Das ist Öl gewesen. Ne? Probe. Hm. Ein Probefläschchen. Schön. Oh, da oben steht auch noch mal was drauf. Da steht halt auch noch mal Nivea drauf, ne? Aha, das ist auf jeden Fall eine kleine, toll, coole Flasche, die nimmt mit. Jo, wäre nur albern, wenn nicht, wa? Zu Hause kann man die immer noch wegschmeißen. Und das Signal, was ich hier eigentlich hatte... Das ist ja ein schönes Fläschchen, kleines. Ja. Möchtest du tauschen? Nö. Gegen den Ring. Nein, das ist dein Signal, Sonic. Wollte ich übrigens nochmal den Goldring zeigen und präsentieren? Oh ja, oh ja. Warum muss denn das jetzt nochmal sein? Doch, weil, nein, zu Recht. Das nochmal sein muss. Absolut so. Und in diesem Sinne grüßen wir auch nochmal Sven Z von YouTube, der immer so schön kommentiert, bei jedem Video mit dabei ist und der auch mal gespendet hat. Das stimmt. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, Sven Z. Genau. Für die für Leute. Und natürlich auch für alle anderen Zuschauer. Elparo zum Beispiel, auch ganz nett. Für alle Sonnler ist das quasi die Oberklasse. Genau. Ich sage jetzt nicht, dass es das allerbeste ist, aber es gehört ganz weit nach vorn. Ganz weit nach vorn. Aber der Elparo hat gesagt, dass er hier, der Preußensonder, das nächste Mal im nächsten Video mit Lederrock und Lederstiefel mal unterwegs sein soll. Ja, davon weiß ich aber noch nicht. Für die Klicks. Wenn es 1000 Likes gibt bei dem Video, solltest du einen Minirock anziehen. Naja, nee, das Schlimme ist, normalerweise renne ich ja so rum. Ich ziehe mich ja nur zum Sonnen so an. Richtig. Du solltest ja auch eigentlich noch ein bisschen mehr Haut zeigen hier. Zieht sich immer um. Genau, ich ziehe mich immer um. Immer Leder, Gummi aus. So, nun wollen wir mal hier das Signal graben, okay? Ja, ablenken, ne? Ja, wieso? Ich hab doch nur alle zu ihm. Was soll ich denn noch sagen? Aber, ja, vielen Dank auch an alle Zuschauer und für den Support, für die Kommentare und für die Spenden. Das motiviert mich immer richtig. Da. Oh, das ist das Signal, was ich nicht... Das ist wahrscheinlich ein Bleischuss. Denk, also könnte es sein. Ja, doch. Wahrscheinlich sogar, ja. Ein Bleischuss. Ja, naja, nicht. Mehr ist es nicht. Okay. Aber die kleine Flasche haben wir gesehen. Die ja. War schön. Ich wollte auch noch was sagen, kurz mal. Und zwar, hör mal auf, meinen Mund zu filmen. Ich habe gesprungene Lippen, weil es warm und kalt draußen ist. Was? Hast du mit Rico im Auto was gemacht? Echt? Nein. Hier bitte mal bitte jetzt zu. So, ich wollte übrigens auch noch mal den German Waldschrat grüßen. Der hat ja gesagt, ich laufe so rum wie er. Das ist falsch. Das stimmt. Er läuft so rum wie Icke. Schöne Grüße an dich. Und der German Waldschrat wollte, dass Sonic und Icke, also mich hat er nicht erwähnt, auch so rumrennen. Ich bin aber eher so outdoor-mäßig lieber angezogen. Wisst ihr? Oh. Ist ja alles okay? Ja. Aber ich finde eher diese Outdoor-Sachen besser. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Wir gehen weil ja die auch Hose hier, die ist wasserdicht. Ja. Du kriegst keine nassen Knie. Sag mal, wann los? Du filmst schon. Sonic, du hast Nazi-Geld gefunden, wobei nicht jetzt um den Begriff Nazi geht. Aber vor allem, wie der Preußensonder immer sagt, das schöne Nazi-Geld. Das gute. Oh. 5 Pfennig, geil, schön. Und das schöne Nazi-Geld, damit meine ich immer, dass die Schwingen von dem Adler breit gefächert sind. Ne? Bei diesem Zinker-Nazi-Geld hängen die Schwingen eher runter. Und bei diesem etwas besseren sind sie halt breit gefächert. Und das sind meistens Münzen, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg geprägt wurden, weil später musste Deutschland mit ihren Rohstoffen hausieren und haben dann selbst bei dem Münzmaterial gespart, indem sie halt diese sogenannten Zinker hergestellt haben. So, nun wisst ihr das endlich auch und mal. Und das ist nicht Zink, das ist nämlich... Das weiß ich jetzt ja nicht. Das ist eine Legierung, Kupfer, Messing... Wir hatten das erst. Das ist nicht Kupfer-Nickel. Nee, Nickel eben nicht. Gerade Nickel nicht. Sondern... Na, irgendwas Besseres eben. Na, hat man nicht gesehen, dass die... Man konnte sehen, aber der ist jetzt im Allgemeinen in recht schlechten Zustand. Ja, das schon. Ist er allerdings. Hm. Den kriegt man sicherlich noch ein bisschen sauber durch, weiß ich gar nicht, Essig oder Zitrone. Rot werden die nicht, ne, bei Zitrone. Na, irgendwann schon. Also ne, rot, also irgendwann geht das alles ab, ne. Da drunter ist das Grundmaterial und das, was da drüber ist, ist nur so eine Nickel. Nee. Und das könnt ihr euch auch merken, wenn ihr Münzen säubert und die werden rot, ist immer, logischerweise haben die einen Kupferanteil. Und ich glaube, diese Münzen haben die nicht. Also glaube ich jetzt wirklich. Ja, aber jetzt will ich das, ich muss mich jetzt daran erinnern, wie war das? Nicht Kupfer-Nickel, sondern?
Nickel-Kupfer? Nein. Nickelstück verkupfert. Na, keine Ahnung. Na, wie war denn das da? Nickel-Buchweizen. Nein. Auch nicht. Nur, da hätte ich jetzt aber schwören können, dass das stimmt. Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Schwimmst du? Ja. Das ist ja gemein. Kupfer-Nickel? Cadmium. Messing? Na, Messing ist ja auch schon eine Legierung. Nee, es ist... Messing ist ja kein Metall, was es in der Natur so geben tut. Tut ist immer wichtig. Ihr blendet mich, mein Gott, mir macht fast nichts aus. Zinn, nee, Zink, Kupfer. Kupfer, Nickel und... Na, Bussi, haben ja gerade gesagt, Nickel... Willi hat's gesagt, ich guck jetzt in mein Handy nach. Na, mach mal. Mann. Wenn du das schon längst gemacht hättest, mein Gott. Wir fragen jetzt Willi. Ja, los. Live hier. On board. Live on board. Willi, was war noch mal das für Geld? Wenn das aus welchem Material, wollte er sagen? Aus welchem Material war das Geld? Nee. Aus dem Dritten Reich, was nicht aus Zink ist. Genau. Nicht Kupfer-Nickel, sondern? Und jetzt warten wir auf die Antwort, wir Dummies. Aber nebenbei kann ich euch ja noch mal mein schönes Abzeichen zeigen. Schon wieder. Ja, nichts anderes vorzuweisen. Naja, ist leider so, aber ist ja nur egal, Mensch. Kommt ja noch was vielleicht. Genau, weil Lust ist da. Ja, ne? auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall noch Lust, meine Lieben. Ja, klar, wir machen noch eine Weile. Ja, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Zehn Minuten. Ein Weilchen noch halt, ne? Fein. So. Zugemacht, ja? Aber das, richtig. Das ist eigentlich erst am Ende, wenn wir das aufgelöst haben. Ja, so. Moment. Sag mal, der Plaster reiß ich jetzt hier ab. Sag mal, was soll denn das? Darf ich nicht? Lass das Jans. Wir machen eine Pause, bis wir die Antwort wissen. Okay. Das wollte ich nicht wissen. Die Münzen zu 1 und 2 aus Kupfer. 1 und 2 finde ich aus Kupfer. Sowie 5 und 10 finde ich aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung. Nein. Das steht hier. Da. 5 und 10 finde ich aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung. Das ist aber... Da kann doch aber sein. Warum? Was findest du noch an jetzt so abwegig? Hier steht Kupfer geprägt. Sie hatten einen Durchmesser. Mhm. 1 und 2 sind aus Kupfer. Deswegen sind die auch immer so grün, wenn du die findest. Und die 5 und 10er sind Kupfer-Aluminium. Na, wieso? Ja, Willi hat geantwortet. Und? Er sagt Aluminium-Bronze. Ja, aber selbst Bronze ist ja schon eine Legierung. Bronze ist kein Metall. Also sind die aus Kupfer und mit einer Aluminiumlegierung. Na gut, na, dann haben wir das ja jetzt erst noch mal aufgeklärt. Naja, muss man ja auch mal wissen, oder was? Jetzt, außer, dass ich mich mit dir nicht besonders gern unterhalte. Das ist natürlich... Hör auf, dir den Ring jetzt anzugucken. Oh. Was soll das? Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Werbeunterbrechung? Ohne Werbung. Ohne Werbung, genau. Einfach nur was essen. Richtig. Ein paar Kekse, der Alex mitgebracht. Weil ich heute einen goldenen Ring gefunden habe. Das ist auch das Mindeste, was du hier jetzt uns zurückgeben kannst. Ja, jetzt bin ich mal da. Okay, ich habe nicht weit weg von seinem Ring. Ich habe diese wahrscheinlich Fahrradabzeichen gefunden und eine 2. Wie, das ist dein Fund? Heute oder was? Ja, und die Münze. Die will ich gerne. 1925er Münze. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das Coolet? Hast du das auch heute gefunden? Ja. Was ist denn das? Also, das wusste ich selber nicht. Interessant ist es, weil das symmetrisch ist. Okay. Darf ich es mal sehen? Da oben ist es abgebrochen. Mhm. Könnte ein Uhrenschlüssel gewesen sein. Kann sein. Man lese es nicht. Ey. Hier, jetzt hast du ja hier deine Fingernägel machen. Was haben wir denn da? Ja, das habe ich auch gefunden. Was ist denn das? Genau das gleiche habe ich auch. Was ist für Fingernägel? Ehrlich jetzt, hä? Ja. Und wieso ist das für Fingernägel? Wie kommt die jetzt darauf? Ja, ein Fingernagel. Weil da ein Fingernagel drin ist. Weil da ein Finger drauf ist. Achso. Ja, Druck. War die Pervitin? Ich dachte, da ist noch ein Fingernagel mit Umhüllung drauf.
drin, meine ich. Das ist ein Finger drin, ist von irgendjemandem. Na, mach doch mal, zack, nur haben wir. Nur ist es passiert. Nur ist es passiert, ja. Ach Gott, nee. Mama, wo ist es denn hin? Da. Hier. Tatsache. Oder? Mhm. Ja. So, was steht denn nicht Pervertin drauf? Haliroral, irgendwie so. Da steht genau, Tabletten. Hm? Eine Bohne ist das hier unten. Da ist aus dem Fingernagel, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden, auf jeden Fall steht hier Tabletten. Das ist eine andere. Bei mir steht was anderes drauf. Bei mir steht Palapala. Genau. Ich muss in die zweite Rolle gehen. Ah, hab ich. Da ist er schon. Weiter suchen. Ja, ziemlich eindeutig. Alex sagt Tatwaffe. Tatwaffe könnte sein. Du sagst Pilz. Und scharf ist es wirklich. Also ich meine wirklich, das haben die zum Pilzesammeln benutzt. Ich weiß nicht, was die hier für Pilze vermutet haben. Der Griff ist typisch DDR. Das ist eindeutig DDR. Oh. So, nur bin ich tot und alles fällt immer runter. Ja, das ist ganz selten, dass was runterfällt. Oh, das steht drauf, rostfrei. Sonst steht da nichts drauf. Aber was würde wohl Dagmar Keiler dazu sagen? Na, erstmal kicken, ob wir den Tödlichkeitstest damit bestehen. Den Schärfetest und den Zerbrechlichkeitstest, war. Ein bisschen Angst hatte ich schon. Bitteschön. So, aber nimmst du mit, pass auf, dass du dich nicht daran verletzt. Tust. Verletzen tust. Lieber im Rucksack packen oder was? Naja, ein Messer auf jeden Fall nicht schlecht. Hier liegen Sachen. Gut. Weiter so. Ja, weiter jetzt. Das müssen wir auf jeden Fall zeigen, falls das polizeilich wichtig sein von sollte. Von Bedeutung ist. Ja, weil nämlich bei dem Messer lag jetzt doch noch ein Schuh. Ja. Also falls eine vermisste Person vorhanden sein sollte, wo dieser Schuh passt, Aktenzeichen XY und so. Hier liegt eine Hundetüte. Oh. Mit kaum was drin. Da ist der Rest. Das ist eine Sache, können wir ja den Zuschauern mal wirklich sagen, was ich so krank finde. Die Leute lesen die Hundescheiße auf. Die Hundekacke. Packen sie in die Tüte und das ist ja auch okay, um sie dann in den Wald zu schmeißen. Also wie bescheuert ist denn das eigentlich? Da würde die Scheiße doch einfach liegen lassen. Das sind Victories. Ja. Ja, das sind VTY oder Victories oder so, ne? Ich hab eigentlich eine ganz andere Theorie. Oh, hier wurde einer zerschnitten. Ja. Nee, ich habe eine ganz andere Theorie. Guck mal, ne? Ist das abgerissen oder abgeschnitten? Abgebissen. Ich könnte ein Wildschwein gewesen sein. Zu diesem Kriminalfall habe ich eine ganz andere Theorie. Na, jetzt sind wir gespannt. Los, Watson. Hier wird wahrscheinlich jemand mit seinem Schuh in die Hunde getreten sein. Ja. Und danach hat er sich der Beine abgeschnitten. Einer lacht, drei nicht. Also Warum lachst du nicht? Den Humor, den weiß ich nicht. Alex, sein Humor ist halt ein bisschen anders. Ja, genau. Alex, es ist doch gut. Ja, das war jetzt meine Theorie zu dem Kriminalfall. Du hast eine Schnalle, ich hab auch was. Ich hab einen ganz besonderen Fund. Was ist das? Eine 2. Ja, das könnte von irgendwelchen Druckbuchstaben sein. Da ist hier mal eine Druckerei in der Luft geflogen. Der Preußensonne hat auch was? Wir gucken nach. Der kommt schon. Ach, der kommt, okay. Du musst dich auch nicht weiter bewegen hier. Der Preußensonne kommt jetzt mit einer Schnalle. Ja, eine interessante, mit zwei ganz spitzen Schnallendingern. Oh. Ach, eine Doppeldornschnalle. Hm? Muss man hier ja, die ist schön. Oh, ja. Okay, wa? Mensch, Preußensonne, das ist eine Schnalle. Jetzt zeig dir mal meinen Fund. Was wirklich was gefunden, was jutet, wa? Abzeichen. Ehrlich jetzt? Was denkst du denn? Zeig, musst du kurz zeigen, das ist das ziemlich klein. Ein Abzeichen ist das. Reichsadler und so. Ehrlich jetzt? Naja. Eine 2 ist hinten drauf. Ja. Ich bin's rum. Eine 2 nur. Mehr ist nicht, oder was? Eine 2. Ey, bist du, ey. Du bist ein mieses Stück. Du. Das ist ja wie in der Sesamstraße, Mensch. Da gab's auch mal einen, der meinte immer so, ey du. Ja, das ist Grobi. Ey du. Hier. Ich hab einen A zu verkaufen. Das war Schlemiel. Ich hab einen A zu verkaufen. Nein, willst du eine 2 kaufen? Psst. Ey du. Psst.
ganz leise. Hey, du. Genau. Was war denn das für genau. Wie hieß genau. der Grobi? Genau. Grobi war auch geil. Das war Schlemiel. Ja, aber Grobi war auch cool. Hey, du. Super Grobi, komm zu mir gefliegt. Das war super Ritschi gewesen. Das wieder ja. Ja, das sind zwei Dosen, da ist irgendwas drin. Also ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt schon rauskriegen, was das ist, ne? Das ist klar. Da ist was drin. Das ist eine Zeitkapsel. Das ist geil. Alter. Also interessant ist es schon, ne? Das klippert nach Metall da drin. Ja. Ja. Das ist ein richtig cooler Fund, ey. Das ist ja, die können was Geiles sein. Ich kann hier rinkicken. Alter, da ist was Goldenes drin. Kick dir an, da ist was Goldenes drin. Kick dir das an. Da ist wirklich was Goldenes drin. Lass doch Rico herkommen. Rico, schnell! Siehst du das?